Ja, wir sind hier in einem geheimen Fotostudio in Wolfsburg auf dem Gelände des Volkswagenwerks und wir haben heute die exklusive Möglichkeit, uns den neuen Amarok anzugucken. Mehr als 830.000 Varianten der ersten Generation hat Volkswagen Nutzfahrzeuge bereits verkauft. Jetzt steht die zweite Generation vor der Tür und genau die gucken wir uns heute mal an. Kommt mit! Ja, und damit herzlich willkommen zum neuen Video von Planet VAG. Wie schon erwähnt, wir dürfen uns heute endlich den neuen Amarok angucken. Ganz exklusiv, es ist auch noch ein Vorserienfahrzeug, also nicht wundern, wenn bei dem einen oder anderen Detail vielleicht noch nicht alles zu 100% sitzt. Aber es ist schon mal cool, dass wir hier die Möglichkeit haben, uns das Auto mal live im Detail anzugucken. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit der Optik an. Wenn wir uns die Front hier mal angucken, sehen wir, wir haben hier das größte Modell stehen, und zwar den Aventura, also das Sondermodell, beziehungsweise eine der zwei größten Ausstattungsvarianten. Beginnen tut das Ganze nämlich mit dem Basismodell Amarok, der heißt also ganz schlicht Amarok. Das kennen wir auch so schon aus den Pkw-Bereichen von Volkswagen. Darüber rangiert dann der Amarok Live und darüber dann der Amarok Style. Und dann kommen halt die zwei höchsten Ausstattungsvarianten, einmal hier den Aventura und dann noch zusätzlich den Panamericana. Der Aventura spricht mehr so den Straßenverkehr an, also geht nicht so ganz in den Offroad-Bereich, sondern sieht einfach ein bisschen schicker aus, hat große Felgen drauf, hat eine Sportsbar hinten drauf und der Panamericana geht dann in den Offroad-Bereich. Wir haben jetzt aber hier, wie gesagt, den Aventura und den gucken wir uns jetzt mal an. Wir sehen hier, was den Aventura ausmacht, ist einmal dieses X-Design, was wir hier in der Front haben. Die unteren Varianten des Amaroks kommen dann hier einfach mit horizontalen Linien. Das heißt, diese X-Variante gibt es wirklich nur bei den zwei Top-Versionen, Aventura und Panamericana. Dann haben wir auch hier oben über dem Kennzeichen diesen coolen Amarok-Schriftzug. Der ist hier wirklich so eingeprägt. Das sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Ansonsten, wenn wir uns die Front angucken, sehen wir natürlich, das steht hier sehr, sehr steil im Wind und ist wirklich massiv. Auch diese langgezogenen Streben machen das Auto wirklich extrem breit. Und wir sehen hier dann, wir haben hier die IQ Light Matrix LED Scheinwerfer. Die sind beim Aventura serienmäßig. Bei den unteren Ausstattungsvarianten müsst ihr sie optional dazu bestellen. Allerdings kommt der Amarok selbst in der Basisversion schon immer mit LED Scheinwerfern daher. Das heißt, es gibt also kein Halogen mehr, was ganz cool ist. Beim Panamericana hingegen ist dann hier, was wir hier alles in so einer Art Chromoptik haben oder in so einem matten Aluminium, das ist beim Panamericana dann einfach nochmal in dunkler gehalten. Ein offizielles Black-Style-Paket gibt es allerdings leider noch nicht. Mal gucken, ob da noch was kommt. Ansonsten haben wir hier noch Nebelscheinwerfer. Das sind LED-Nebelscheinwerfer. Die sind auch ab einer bestimmten Ausstattungsvariante schon serienmäßig. Hier im Aventura auch. Die Basis hat es noch nicht. Da müsstet ihr euch das noch dazu bestellen. Selbst die Basisversion kommt schon mit sehr viel Ausstattung serienmäßig daher. Da ist zum Beispiel schon ein Lane Assist, ein ACC, also ein Abstandsregeltempomat mit dabei. Ihr habt App Connect schon mit dabei. Ihr habt ein 10-Zoll Infotainment-Display schon serienmäßig mit an Bord. Ihr habt dann ein 16-Zoll Stahlfelge zwar, ihr könnt dann aber ab den höheren Ausstattungsvarianten dann upgraden. Hier der Aventura zum Beispiel, wie wir das hier sehen, hat dann schon 20-Zoll serienmäßig mit an Bord. Wir haben hier allerdings die optionalen 21-Zoll Räder. Die sind wie gesagt allerdings optional, stehen dem Auto aber wirklich richtig gut. Und wenn wir dann hier schon sehen, sehen wir auch diese riesigen Radläufe, die wir hier haben. Die sind auch nicht rund, sondern sind hier wirklich nochmal eckig. Daran sieht man einfach mal, wie groß wirklich dieser Radkasten des Fahrzeugs ist. Und das betont dann einfach auch nochmal hier diese Schulterlinien, die wir in der Seite haben. Ein ganz spannendes Detail, dieser Amarok wird ja in Zusammenarbeit mit Ford gebaut. Das ist ein Produkt aus der Kooperation, die Volkswagen Nutzfahrzeuge
oder Volkswagen im Allgemeinen mit Ford hat, wie zum Beispiel auch schon beim Caddy. Hier ist es jetzt so, die Basis des A9 Amaroks bildet der Ford Ranger. Allerdings haben wir hier wirklich komplett alle Blechteile neu gestaltet. Das heißt, hier ist nichts 1:1 vom Ranger übernommen, außer die Außenspiegel, die Glasflächen und das Dach. Sonst ist wirklich jedes Blechteil komplett angefasst worden und eigens für Volkswagen designt. Und daran sieht man dann auch schon, dass das hier wirklich nicht einfach nur ein Badge ist, also ein Kooperationsauto, was einfach nur ein anderes Logo drauf bekommen hat, sondern hier ist wirklich sehr viel Arbeit auch von den Volkswagen-Ingenieuren eingeflossen und haben da sich wirklich sehr intensiv mit diesem Fahrzeug beschäftigt, um eine wirklich schöne zweite Generation auf die Beine zu stellen. Und ich finde, das ist auch wirklich gelungen. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so auf den ersten Blick sagt. Gefällt euch der neue Amarok oder was sagt ihr? Würde euch mal wirklich interessieren, schreibt es uns doch mal. Wir gucken uns aber das Auto mal weiter an. Und wenn wir jetzt hier schon gerade einmal auf die Seite des Fahrzeugs gucken, sehen wir, der Amarok ist jetzt ganze 5,35 Meter. Das ist 9,6 Zentimeter länger als sein Vorgänger. Und auch sein Radstand ist nochmal deutlich gewachsen. Denn wir haben jetzt hier einen Radstand von 3,27 Meter. Das ist über 17 Zentimeter mehr als beim Vorgänger. Und das ist schon beachtlich. Also selbst der Vorgänger Amarok war ja schon ein großes Auto. Aber hier, der wirkt einfach nochmal deutlich massiver, maskuliner und sieht wirklich, der fordert einfach direkt, dass er ins Gelände möchte und irgendwie auf die abseits der Straßen gehört. Also es sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Und das selbst hier als Aventura, der ja eigentlich mehr so auf Lifestyle und schick getrimmt ist. Dann sehen wir hier einmal, wir haben hier die Außenspiegel, die sind beim Aventura hier immer in Chrom gehalten. Und wir sehen, es gibt jetzt im Amarok auch eine 360-Grad-Kamera. Das heißt, wir haben links und rechts in den beiden Außenspiegeln eine Kamera. Wir haben vorne die Kamera und auch hinten die Kamera. Das hilft natürlich enorm, gerade bei den Geländefahrten, um zu sehen, ist neben mir vielleicht ein Stein, ist da eine Böschung, ist da ein Abgrund. Das hilft da auf jeden Fall sehr. Das Ganze können wir uns dann gleich im Innenraum auch nochmal angucken. Ansonsten sehen wir hier, den Aventura zeichnen dann diese ganzen Chromdetails aus, wie hier auf den Türgriffen, an den Fenstern und auch oben bei der Dachreling. Das ist wirklich dann alles in Chrom gehalten. Und zusätzlich haben wir dann hier beim Aventura auch nochmal diese Trittstufen. Die sind auch wirklich sehr breit. Also das heißt, da kann man gut mit dem Fuß rauf, wenn man dann hier einmal seinen Fuß draufpackt. Also das funktioniert da auch wirklich sehr, sehr gut. Ansonsten sehen wir, dass wir hier eine Doppelkabine haben. Das heißt, wir haben hier einen vollwertigen Fünfsitzer. Es wird den Amarok aber auch später auch noch als Single Cab geben. Das heißt, dann haben wir nur noch die zwei Sitze und hinten keine Rückbank und auch wirklich nur noch vorne einen Zweitürer. Ich würde aber sagen, wir gehen mal weiter nach hinten und dann sehen wir hier hinten auch schon diese wunderschöne Sportsbar. Die kennen wir auch schon vom Vorgänger Aventura. Das hat man dann jetzt hier bei der zweiten Generation auch wieder mit übernommen. Wir haben hier dieses Amarok Aventura Logo auch. Das sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Haben dann auch hier wieder diese riesengroßen Radkästen, auch hier wieder mit diesem geraden Element. Das wirkt dann natürlich wirklich nochmal extrem massiv. Auch hier nochmal mit der Linie in der Seitenführung, das sieht wirklich sehr massiv aus. Und da sagt wirklich, hey, ich habe Kraft und ich will ins Gelände. Wenn wir gerade hier hinten an der Tankklappe stehen, können wir da einmal drauf gehen. Wir haben jetzt hier einen 80-Liter-Tank bei dem Auto mit dabei. Und auch der AdBlue-Tank, in dem Fall, ihr entscheidet euch für einen der Diesel, was sehr wahrscheinlich sein wird. Und man weiß noch nicht, ob es den Benziner auch geben wird. Aber auf die Motoren kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Haben wir hier einen knappen 19 Liter AdBlue-Tank mit dabei, der auch deutlich größer ist als beim Vorgänger. Wenn wir dann hier weitergehen, dann sehen wir haben jetzt hier einen ForMotion-Schriftzug. Das bringt der Aventura dann auch nochmal mit sich. Das sieht wirklich ganz schick aus hier nochmal auf der Seite. Und dann kommen wir hier einmal rum und sehen uns das neu gestaltete Heck an. Und da fallen sofort die LED-Rückleuchten auf. Die sind hier in so einer C-Grafik. Das wirkt wirklich sehr, sehr schick. Wir haben dann hier unten noch den Blinker mit drin. Das können wir euch gleich auch nochmal mit einblenden. Und dann sehen wir natürlich hier einmal diese Heckklappe, die wir haben mit diesem eingeprägten Amarok-Schriftzug. Zeigt dann auch stolz, welches Auto wir hier fahren. Sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Wir haben hier das große VW-Logo in der Mitte und da sehen wir auch, haben wir dann die Rückfahrkamera auch hier im Logo. Auch neu gegenüber dem letzten Amarok der ersten Generation ist jetzt hier die dritte Bremsleuchte hinten in die Heckklappe gewandert. Die hatten wir vorher immer noch da oben mit drin. Das haben wir jetzt hier
Und genauso haben wir jetzt hier auch das Schloss mit in die Heckklappe gewandert. Das heißt, das ist jetzt auch über die Zentralverriegelung gesteuert. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht mehr extra hier hinten den Laderaum abschließen. Das funktioniert jetzt über die Funkfernbedienung. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt auch hier mal die Klappe und gucken, was sich dahinter verbirgt. Und da sehen wir hier auf einmal ein riesengroßes Loch, wo wir extrem viel Platz haben. Und wir können jetzt dieses Rollcover hier, was wir drauf haben. Ja, und dieses Rollcover können wir elektronisch steuern. Und dazu haben wir einmal hier hinten im Heck eine Taste, die können wir betätigen. Und dann fährt das voll elektronisch einfach komplett auf. Und wir sehen, was wir hier für eine riesen Ladefläche haben. Zusätzlich können wir das Ganze auch noch mal vorne über eine Taste im Fahrerhaus steuern. Das heißt, ihr müsstet noch nicht mal aussteigen dafür. Und es soll in Zukunft wohl auch noch über den Funkschlüssel gehen. Also da habt ihr drei Varianten, wie ihr dieses Rollcover dann steuern könnt, was wirklich sehr, sehr praktisch ist. Beim Thema Zuladung, wenn wir hier hinten gerade stehen, hat sich auch einiges getan. Ihr könnt jetzt hier bis zu 1,1 Tonnen zuladen. Das ist wirklich enorm viel, was ihr hier schleppen könnt mit dem Amarok. Ist ein deutliches Plus auch nochmal gegenüber seinem Vorgänger. Und wir sehen hier, wir haben hier hinten dann vier Verzurösen im Laderaum. Die sind immer mit dabei und die können jeweils 500 Kilo halten. Das ist auch schon echt ordentlicher Wert. Ja, die Ladefläche ist auch ähnlich wie beim Amarok-Vorgänger um die 2,5 Quadratmeter. Allerdings ist die Höhe, die wir hier haben, von unten nach hier oben, nochmal um ca. 5 cm gewachsen auf 55 cm. Das heißt, wir haben hier ein bisschen mehr Platz, als wir das beim Vorgänger Amarok hatten. Und wir bekommen auch hier wieder eine Europalette quer drauf. In verschiedenen Märkten, wo es erlaubt ist und man darf diese Heckklappe unten lassen, würden sogar zwei passen. Aber wie gesagt, das ist nicht in allen Märkten erlaubt. Deswegen eine bekommt ihr hier aber auf jeden Fall drauf. Das heißt, ihr habt hier wirklich enorm viel Platz. Ihr könnt enorm viel zuladen. Also ein wirklich gutes Arbeitstier. Und wie ihr schon seht, wird es hier für diese Cargo-Box auch verschiedene Zubehörvarianten geben. Wir haben hier einmal so eine Multifunktionsschiene, wo wir uns verschiedene Sachen einspannen können. Es wird eine Werkzeugbox geben, es wird einen Bikehalter geben, es wird noch ein Schubladensystem geben. Also da kommt auf jeden Fall noch sehr, sehr viel mit dazu, was ihr dann hier hinten auf der Ladefläche benutzen könnt. Des Weiteren haben wir hinten natürlich auch nochmal Lichter. Also wir haben hier so LED-Beleuchtung links und rechts jeweils. Das hatten wir vorher im Amarok oben immer in der Scheibe. Das ist jetzt hier wirklich auf die Ladefläche gewandert, damit das hier auch noch besser ausgeleuchtet wird. Und zusätzlich haben wir hier dann auch noch verschiedene Steckdosen, die wir nutzen können. Also der ist da wirklich sehr, sehr vielfältig und da kann viel mitgenutzt werden. Ich würde aber sagen, wir gucken uns nochmal den Rest weiter an und machen hier dafür die Klappe einmal wieder zu. Und dann sehen wir hier auch einmal, wir haben an der Stoßstange hier dann nochmal diese Chromelemente. Das weist wieder auf den Aventura hin. Hier unten dann noch Reflektoren. Wir haben dann hier auch eine Trittstufe noch. Das heißt, ihr könnt hier auch wirklich raufsteigen, wenn ihr mal einfach hier hinten reingreifen müsst. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Eine Anhängerkupplung wird es natürlich auch hier wieder geben. Da kommt es allerdings auf die Motorgetriebe-Variante an, die ihr dann wählt. Mit der größten könnt ihr dann wieder bis zu 3,5 Tonnen ziehen, so wie wir das vom Vorgänger auch schon kennen. Ja, ansonsten sehen wir hinten noch, hier ist ein kleines V6-Logo. Eigentlich gar nicht mal so klein, das ist wirklich sehr, sehr groß. Das deutet darauf hin, wir haben hier im Aventura den Top-Diesel verbaut, ein V6 3 Liter mit 241 PS und geschlagenen 600 Newtonmeter Drehmoment. Und wir haben dann hier im Aventura auch immer den 4Motion Allradsystem mit dabei. Hier auch in dem Fall mit permanentem Allrad, also die Top-Diesel kommen dann immer mit dem permanenten Allrad. Es gibt auch noch eine Variante mit einem Heckantrieb, wo ihr einen zuschaltbaren Allradantrieb habt, aber dazu gleich mehr. Ich würde aber sagen, wo wir gerade beim Motor sind, gucken wir jetzt mal unter die Motorhaube und wir gucken uns an, was es da alles so gibt. Kommt mit! Ja, gucken wir hier einmal drunter. Wir entriegeln das Ganze hier einmal. Und wir sehen, wir haben hier keinen Haubenlift, sondern hier wieder diese Stange. Und dann sehen wir hier, wir haben hier den 3 Liter Diesel V6. Wie schon erwähnt, die 241 PS mit den 600 Newtonmetern Drehmoment. Das ist wie gesagt der Top-Diesel. Darunter rangiert dann noch ein weiterer Diesel mit 170 PS, also ein 2 Liter Vierzylinder ist das dann. Das hier ist dann auch ein Biturbo. Darunter rangiert dann nochmal ein weiterer Biturbo, allerdings ein 2 Liter Vierzylinder, dann mit 204 PS und 500 Newtonmeter Drehmoment. Und darunter, das ist dann quasi der Einstiegsdiesel für den deutschen Markt, das ist dann ein 2 Liter Diesel mit Vierzylindern und 170 PS.
Der hat dann 405 Newtonmeter Drehmoment. Das ist dann allerdings kein Biturbo mehr, das ist quasi ein Single-Turbo und wie gesagt hat dann die 170 PS. Für einige Märkte gibt es dann auch noch einen Benziner, das wäre dann ein 2,3 Liter. Der hat dann 302 PS und 452 Newtonmeter Drehmoment. Den gibt es aber erstmal nicht für den deutschen Markt. Es ist allerdings in Gesprächen, ob dieser vielleicht nochmal kommen könnte, denn es ist in Planung, entweder vielleicht sogar eine vollelektrische Variante oder einen Plug-in-Hybriden zu bringen. Beides wäre möglich auf der Ford-Plattform, weil der Ranger könnte beides. Und das Ganze wird allerdings bei Volkswagen noch diskutiert. Das heißt, wenn der Benziner kommen würde, dann würde er als Plug-in-Hybrid kommen. Also da ist, wie gesagt, noch ein bisschen abzuwarten, ob es kommt oder nicht. Ihr müsst erstmal hier auf dem deutschen Markt mit den drei Dieseln vorlieb nehmen. Ich würde sagen, genug von außen. Wir gucken jetzt mal, was sich im Innenraum alles verändert hat. Ich würde sagen, wir starten wie immer mal hier hinten. Und zwar fangen wir wieder wie immer mit der Türtafel an. Und da sehen wir hier, wir haben den oberen Teil der Türtafel in so einem Hartplastik. Allerdings ist der in so einer Struktur gehalten. Sieht so ein bisschen aus wie Carbon sogar, muss man sagen. Sieht eigentlich ganz schick aus. Das Ganze geht dann hier weiter mit einem Hartplastik. Hier in dem Inlay ist es auch hart und dann kommen wir hier hin, aber das ist dann wirklich eine Lederschicht, die wir hier drauf haben. Ist wirklich sehr gut gepolstert, haben ja auch eine extrem schicke Ziernaht. Das ist dann auch schon der erste Hinweis dafür, dass wir hier einen Aventura fahren. Der hat diese ganzen belederten Auflagen hier schon serienmäßig mit dabei. Eine Neuerung, die wir dann hier haben, ist der Türgriff, den wir hier haben. Wenn Tim hier mal reinfilmt, dann sehen wir das. Das Ganze machen wir hier so, dass wir das einfach nach vorne ziehen. Also es ist sehr ergonomisch. Wir können die Hand hier einfach reinhalten und dran ziehen. Vorne haben wir das genauso gelöst. Das ist wirklich eine schöne Lösung dafür. Hier haben wir die elektrischen Fensterheber. Und wenn wir dann hier weiter gucken, hier unten ist es wirklich so ein gummierter Belag. Ist auch wirklich sehr, sehr hochwertig gestaltet. Und hier unten drunter geht es dann weiter mit einem Hartplastik. Hier sind wieder solche Waben. Wir haben hier den Lautsprecher nochmal drin und dann haben wir hier ein kleines Fach, wo wir einen kleinen Becherhalter haben und hier hinter nochmal, ja, für Taschentücher oder Co. Ja, zum Einsteigen haben wir dann hier, wie gesagt, dann noch diese Trittstufe, die wir hier haben. Das erleichtert das Ganze dann nochmal, um in das Fahrzeug zu kommen. Wir haben dann auch hier in den Einstiegsleisten nochmal ein bisschen mehr Fläche, wo wir mit dem Fuß drauf gehen können. Haben auch hier nochmal einen Haltegriff, wo man sich dran festhalten kann, um besser ein- und aussteigen zu können. Ich würde aber sagen, wir gucken uns jetzt mal die Rückbank an. Ja, wie schon erwähnt, haben wir hier im Aventura diese serienmäßige Lederausstattung in diesem zweifarbigen Design mit diesen hellen Kontrastnähten. Sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Hier in den Mittelbahnen haben wir so ein gelochtes Leder, wo wir dann nochmal diese hellen Elemente dann durchsehen. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus, gefällt mir wirklich gut und wirkt auch sehr, sehr wertig. Wir sehen auch hier, wir haben hier links und rechts in der Sitzbank auch Isofix. Das heißt, da können wir auch zwei Kindersitze montieren. Wir haben auf allen drei Plätzen eine Kopfstütze, das ist auch wirklich sehr gut. Und dann sehen wir hier einmal eine Neuerung, die wir vorher im Amarok nicht hatten. Wir haben hier eine Mittelarmlehne, die wir uns ausklappen können. Haben hier sogar nochmal zwei Becherhalter mit dabei. Das ist auch wirklich sehr, sehr cool. Das hatten wir halt vorher nicht, diese Möglichkeit. Ich würde sagen, ich setze mich hier auch einfach mal rein, damit man das mal sieht, wie die Platzverhältnisse so sind. Also hier sitzt man wirklich sehr, sehr bequem, muss ich sagen. Was halt auffällt, wir sitzen hier auch eine Ecke höher als die vorderen Fahrer und Beifahrer. Das heißt, man kann hier quasi über den Fahrer und Beifahrer so fast drüber gucken. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ansonsten wirkt das hier wirklich alles sehr, sehr hochwertig. Wir haben hier im Aventura dann den schwarzen Dachhimmel verbaut. Das ist in so einem, ja, es fühlt sich ein bisschen an wie so eine Art Filz. Müssen wir mal gucken, ob das so bleibt. Also wie gesagt, wir sitzen ja hier in einem Vorserienfahrzeug. Oder ob sich das noch mal ändert, aber das sieht schon sehr, sehr gut aus. Genau wie die Säulen an den Seiten. Hier ist wirklich alles in Dunkel gehalten. Das gefällt mir persönlich dann sehr, sehr gut. Hier in der Mittelkonsole haben wir dann noch mal zwei Luftausströmer. Und wir haben hier unten dann noch mal verschiedene Steckdosen. Ein 12 Volt und eine 230 Volt Steckdose. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Da kann man halt auch gut laden. Und dann haben wir hier vorne an den Vordersitzen noch verschiedene kleine Taschen. Hier oben zwei kleine und hier unten dann nochmal eine etwas größere, wo man ein bisschen Krams reinpacken kann. Hier in der Mitte nochmal eine LED-Beleuchtung. Die können wir allerdings nicht ein- und ausschalten, so wie das aussieht. Das läuft dann wahrscheinlich vorne über die Steuerung.
Und was noch auffällt, wir haben hier hinten über den beiden äußeren Sitzen jeweils noch Kleiderhaken, zwei Stück. Das heißt, da könnten wir auch eine Jacke aufhängen. Eine weitere Neuerung, die zeige ich euch mal, wenn ich wieder aussteige. Und zwar haben wir jetzt das ganze Verbandszeug und das Warndreieck. Das heißt, wir haben hier unten eine Schlaufe, an der ziehen wir einmal, dann entriegelt das Ganze. Und dann können wir die Bank hier so nach oben packen, haben dafür dann hier nochmal einen kleinen Haken. Dann können wir das Ganze hier nämlich so einklemmen und dann bleibt die oben. Und dann sehen wir hier, wir haben hier unser Warndreieck, unseren Wagenheber und dann hier nochmal so ein kleines Fach. Nicht wundern, das Ganze hier wird auch noch verkleidet. Wie gesagt, wir haben jetzt hier ein Vorserienfahrzeug. Das sieht dann genauso aus wie hier drüben. Das haben wir jetzt in dem Fall hier noch nicht. Aber wie gesagt, dann habt ihr hier Platz für diesen ganzen Kleinkram. Der ist damit gut verstaut. Ich würde sagen, genug von hinten. Wir machen das Ganze hier mal wieder zurück und dann gehen wir nach vorne und gucken, was da so neu ist. Ich würde sagen, auch hier fangen wir wieder vorne mit der Türtafel an, denn hier haben wir schon mal ein ganz besonderes Highlight. Und zwar sehen wir hier einmal, wir haben jetzt hier so eine belederte Auflage in den Türen sogar schon. Das heißt, wir haben hier das alles nochmal mit einer Ziernaht. Auch in diesem Zweifarbstyle, wie wir das gerade schon in den Sitzen gesehen haben, hier in diesem Beige gehalten. Das ist in dem Fall hier zwar kein echtes Leder, wie wir das von den Sitzen und vom Lenkrad haben, sondern nur ein Kunstleder, aber es ist wirklich sehr schön unterschäumt, also sehr weich gehalten. Das wirkt sehr, sehr hochwertig und sieht auch wirklich richtig schick aus. Und dann haben wir hier einen Anfang der Zierleiste. Die zieht sich dann hier auch weiter durch die Lüftungsdüsen, einmal in dem ganzen Innenraum. Sieht auch sehr, sehr schick aus. Haben das Ganze dann hier auch nochmal in so einem, ja, gebürsteten Aluminium-Style. Haben hier die Verriegelung für die Türen einmal. Hier drunter fängt es dann an mit Hartplastik. Allerdings haben wir dann hier das Inlay auch in diesem Kunstleder gehalten. Genau wie die Armauflage auch wieder weich geschäumt ist in dem Kunstleder mit dieser Ziernaht, die sich dann hier wieder durchzieht. Auch hier wieder den Türgriff, den wir angesprochen haben. Und dann, wie gesagt, hier die Steuerung für die Fensterheber und auch die Außenspiegel. Das können wir hier alles einstellen. Hier sehen wir so ein bisschen, oh, das ist ein kleines Relikt an die Ford-Fahrzeuge. Das sieht nicht mehr aus wie bei Volkswagen sonst, wie wir das kennen, mit dem kleinen Drehrädchen, sondern jetzt hier mit so einem kleinen Steuerkreuz, aber trotzdem sehr schön gelöst. Ja, hier unten drunter geht es dann weiter mit einem harten Plastik, was allerdings auch so ein bisschen beschichtet ist, dadurch auch sehr hochwertig wirkt. Das zieht sich dann hier einmal durch. Wir haben hier auch wieder eine Tasche, wo wir Flaschen ablegen können. Und hier unten noch für ein bisschen Kleinkram. Hier unten haben wir dann den Lautsprecher und dann sehen wir auch schon, wenn wir weiter nach da oben gucken und da gleich einmal hinfilmen, wir haben hier das Harman und Kardon Premium Soundsystem mit verbaut. Das heißt, das gibt es jetzt auch, wie wir das schon aus dem Golf und aus dem T7 kennen, auch hier im Amarok. Ich würde sagen, wir gucken uns weiter mal die Sitze an und dann haben wir hier genau wie auch vorne diesen zweifarbigen Look mit hell und dunkel. Auch hier wieder mit dem gelochten Leder, wo das Helle wieder durchscheint. Genau mit diesen hellen Ziernähten. Das sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Die bieten auch extrem viel Seitenhalt hier, jeweils an der Lehne und auch unten an der Sitzauflage. Die Sitze sind auch zehnfach verstellbar, komplett elektrisch einstellbar. Das ist wirklich sehr, sehr gut gelöst. Haben wir dann, wie wir das auch sonst von Volkswagen kennen, hier unten den Sitz nachempfunden, wo wir das Ganze dann steuern können. Ich würde sagen, den Rest gucken wir uns dann jetzt von drinnen an. Wir setzen uns rein. Ja, ich würde sagen, wir machen mit der Optik des Armaturenträgers erstmal weiter. Und zwar sehen wir haben auch hier vorne nochmal einen Haltegriff, wo wir uns dran festhalten können, um besser ein- und aussteigen zu können. Sehen dann hier, wie eben nochmal angesprochen, die Harman und Kardon Lautsprecher, auch hier mit dem passenden Badge dazu. Haben hier also das Premium Soundsystem. Und wir sehen dann hier, wir haben hier erstmals in einem Amarok dann diesen mit Kunstleder bezogenen Armaturenträger. Haben hier auch wieder diese Kontrastziernaht oben drauf. Das sieht wirklich sehr, sehr schick aus und wirklich sehr, sehr wertig. Haben hier in der Mitte nochmal so ein kleines Fach. Oben auch mal mit einem zusätzlichen Center Speaker, der hier auf dem Armaturenträger ist. Und es ist wirklich alles mit diesem Kunstleder bezogen und wirkt auch sehr, sehr wertig. Dann, wie schon angesprochen, haben wir hier diese Zierleisten, die die Lüftungsdüsen auch noch mit einschließen. Und dann die erste komplette Neuerung hier, dieses Infotainment-System, was hier so hochkant aufgestellt ist, was wir so ja noch gar nicht von Volkswagen kennen. Ich würde sagen, wir machen auch einfach mal die Zündung an und gucken mal, wie das Ganze aussieht. Ja, und da sehen wir hier auch schon, serienmäßig kommt er immer mit einem 10-Zoll-Display daher. Wir haben hier serienmäßig, weil wir im Aventura sitzen, quasi in, der höchsten Ausstattungsvariante, das 12-Zoll-Display. Und wir sehen hier auch schon, das Ganze sieht aus eigentlich ja, wie ein Volkswagen-Navi.
Wir haben jetzt auch hier wieder unseren Home-Button, der ist jetzt allerdings nach oben gewandert. Wir klicken da auch einfach mal drauf, um mal zu sehen, wie das dann aussieht. Diese Ansicht kennen wir so dann auch schon aus dem Golf. Allerdings ist das Ganze dann hier ein bisschen lang gezogen. Haben dann hier aber auch wieder unsere verschiedenen Kacheln, die wir so auch schon kennen. Fahrzeug, können dann da die verschiedenen Fahrzeugeinstellungen angucken. Das Ganze ist dann hier in so einer Art Listendarstellung, wie wir das sonst auch aus den Volkswagen-Untermenüs kennen. Können dann hier die verschiedenen Dinge auch nochmal aufklicken und können dann die verschiedenen Schieberegler jeweils aktivieren oder deaktivieren. Das Ganze für die Beleuchtung, dynamische Fernlichtregulierung. Wir können ja einstellen, wie lange das Ausstiegslicht leuchten soll. Sogar bis zu 120 Sekunden, was echt sehr, sehr lang ist. Ich glaube, bei Volkswagen geht es sonst meistens 30 Sekunden. Also das ist auch neu. Ja, wie gesagt, das habt ihr dann hier für alle weiteren Funktionen auch nochmal, dass die Spiegel automatisch einklappen. Das sieht hier dann doch schon nochmal anders aus, als wir das sonst aus einem Volkswagen kennen. Können das Ganze dann hier auch nochmal über so ein Schnellwahlmenü verändern, dass wir ins Radio gehen wollen zum Beispiel und da die Einstellungen ändern. Genauso hier für die Fahrerassistenz. Und da sehen wir auch schon, da gewinnt der Amarok deutlich gegen seinen Vorgänger. Wir haben jetzt hier eigentlich alle Assistenzsysteme, die wir so haben können, mit im Amarok an Bord. Das heißt, wir haben einen Lane Assist, wir haben einen Front Assist, wir haben einen Side Assist, wir haben eine Falschwarnfunktion. Wir haben sogar einen Auspackassistenten, den Rückwärtsbremsassistenten. Wir haben das ACC, also hier ist jetzt eigentlich alles mit an Bord, was wir sonst vorher im Amarok nicht bekommen konnten. Wir haben eine elektronische Parkbremse, haben dadurch die Auto-Hold-Funktion und wir haben hier auch ein Shift-by-Wire. Das heißt, das Ganze ist hier elektronisch gesteuert, die Gangwahl. Das heißt, das Auto könnte das rein theoretisch auch selber einlegen. Von daher, das funktioniert hier jetzt alles wirklich gut und sind damit auch echt auf dem neuesten Stand der Technik. Ich würde aber sagen, wir gucken uns jetzt hier nochmal ganz kurz die anderen Funktionen an, die wir so haben. Wie gesagt, eben schon einmal das Navi, haben dann hier das einfach mit der Zieleingabe. Wir können jetzt einfach mal spaßeshalber wieder Hannover eingeben, weil wir sind gerade in Wolfsburg. Das funktioniert auch wirklich sehr, sehr schnell. Mal gucken, wie schnell er jetzt die Route berechnet. Finde ich auch sehr, sehr cool. Also wir sind ja jetzt hier auch always online in dem Fahrzeug. Haben ja auch eine fest verbaute eSIM. Und das funktioniert, glaube ich, wirklich richtig gut. Also das sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Wir haben dann hier auch nochmal so eine Reiseübersicht, wo er uns anzeigt, wie lange wir fahren, wann wir ankommen und so weiter. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Wir können hier die verschiedenen 2D- und 3D-Ansichten wählen für die Karte. Können hier nochmal sagen, ob wir den Ton haben wollen oder nicht. Haben hier verschiedene Einstellungsvarianten nochmal, wo wir uns verschiedene Point of Interest anzeigen können. Staus, Parkplätze, die Reiseübersicht nochmal ändern. Eine Abbiegeliste, wir können auch die Route nochmal ändern. Und können dann hier zusätzlich auch nochmal in die tieferen Einstellungen gehen. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Das gefällt mir auch, es ist wirklich übersichtlich. Das Einzige, wo man sich wahrscheinlich dran gewöhnen muss, ist, es ist deutlich mehr Text, als wir es sonst aus einem Volkswagen kennen. Da muss man sich wahrscheinlich ein bisschen dran gewöhnen. Ja, und ansonsten sehen wir hier unten drunter, wir haben hier die App Connect Steuerung noch einmal, die wir uns als Schnellwahltaste machen können. Ja, ansonsten haben wir hier unten dann, wie gesagt, noch andere Schnellwahltasten, zum Beispiel für die Klimaeinheit. Die haben wir dann hier. Da haben wir dann die Klimaanlage, die wir hier steuern können. Wir haben auch wieder die AC Max Funktion. Wir haben die Frontscheibenheizung, die Heckscheibenheizung und auch eine Lenkradheizung, die wir hier haben. Können das Ganze dann hier auch mit dem Touchregler einstellen. Können das dann über diesen Touchregler hier einstellen. Das funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut. Wir machen das jetzt aber mal wieder aus, damit das nicht zu laut wird. Wir haben hier, wie gesagt, links eine Lüftungsdüse, hier in der Mitte die beiden und dann nochmal rechts. Und hier oben noch Luftausströmer für die Fenster. Also das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Die Klimasteuerung funktioniert aber auch wirklich nur noch über dieses Menü quasi, also nur noch über den Bildschirm per Touch. Ihr habt dann zwar hier auch nochmal diese Schnellwahlfunktion, was ihr gerne haben wollt, Frontscheibe auf den Körper gerichtet oder auf den Fußraum, ob ihr das Ganze für beide Seiten gleich haben wollt oder nicht. Hier unten habt ihr dann nochmal die Sitzheizung, die ihr dann noch dazu wählen könnt. Das ist quasi alles über diese Touch-Funktion geregelt. Ihr habt das allerdings auch noch im guten Mix, weil ihr könnt das Ganze dann hier unten jeweils auch über diese kleinen
physischen Tasten noch aufrufen. Das heißt, ihr müsstet nicht immer den Touchscreen benutzen, sondern könnt dann auch wirklich diese Tasten hier noch nehmen. Wir haben hier auch noch die Mode-Taste, wo wir die verschiedenen Drive-Modes wählen können. Wir haben hier eine Fahrerassistenz-Taste, wir haben hier die Klimamenü-Taste und das Parkmenü. Genauso wie den Warnblinker hier in der Mittelkonsole. Das heißt, dafür gibt es dann diese Schnellwahltasten und wir haben hier für lauter und leiser einen Drehregler und wir können damit dann auch das Infotainment-System ein- und ausschalten. Es ist wie gesagt auch ein Ford-System, das heißt, hier ist quasi dann die VW-Optik draufgespiegelt, aber das System an sich kommt von Ford. Von daher ist es schon was Neues für einen Volkswagen, deswegen wollten wir euch das Ganze hier einmal kurz zeigen. Wenn wir dann schon einmal hier in der Mittelkonsole sind, dann sehen wir hier unten nochmal ein Ablagefach. Die ist auch so gummiert und sieht aus wie so ein All-Terrain-Reifen. Sieht ganz cool aus. Das ist das induktive Ladefach. Das heißt, ihr könnt ihr euer Handy reinlegen und das induktiv laden. Ihr habt hier aber zusätzlich nochmal einen USB-C-Anschluss und einen alten USB-A-Anschluss sowie eine 12-Volt-Steckdose, die hier mit drin ist. Das heißt, ihr könnt das da auch per Kabel anschließen. Wie schon erwähnt, den Shift-by-Wire-Wählhebel für den Gangwahl. Der liegt auch wirklich sehr, sehr schön in der Hand. Gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Auch hier mit diesem gebürsteten Aluminium-Look nochmal außenrum. Ist auch überhaupt nicht so kratzanfällig dann, als wäre das Schwarz-Hochglanz. Also das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ansonsten haben wir hier den unteren Bereich vom Armaturenträger in einem Hartplastik ausgeführt, genau wie hier in der Mittelkonsole. Und hier in der Mittelkonsole dann nochmal den Drehschalter, wo wir uns die verschiedenen Allradmodis einstellen können. Wir haben hier einmal den 4A, das ist der permanente Allradantrieb. Dann haben wir hier noch verschiedene Möglichkeiten, dass wir zum Beispiel uns nur an die Hinterachse steuern können. Dass wir die Hinterachse nur dazu nehmen, wenn wir sie brauchen. Also da könnt ihr euch, wie gesagt, wenn ihr den permanenten Allradantrieb habt, immer wählen, wie ihr es gerne hättet. Andersrum, wenn ihr nur den kleinen Allradantrieb habt, dann ist das nicht so, dass ihr den permanenten mit dabei habt. Also da habt ihr dann quasi alle drei anderen Funktionen, aber nicht den permanenten Allradantrieb, den ihr anwählen könnt. Zusätzlich, wie schon erwähnt, die elektronische Parkbremse hier noch einmal und den Schalter für die Differentialsperre, die wir haben, sowie den Bergabfahrassistenten und einmal die ESP-Taste, wo wir das ESP ausschalten können. Ansonsten haben wir hier noch ein kleines Ablagefach hinter, wo jetzt gerade zwei Getränke reinpassen würden. Hier haben wir auch den Fahrzeugschlüssel, der hier nochmal drin liegt. Der sieht dann so aus. Der soll sich aber wahrscheinlich nochmal optisch ein bisschen verändern. Wir haben hier so ein VW-Logo und hier hinten dann die Tasten drauf, wo wir den das Heckrollo auch öffnen und schließen können und das Fahrzeug sonst auf- und abschließen können. Aber wie gesagt, der soll sich optisch wohl nochmal ein bisschen verändern. Also da nicht wundern, wenn das in Zukunft doch anders aussehen sollte. Und ansonsten haben wir hier noch eine Mittelarmlehne, die können wir auch nach oben klappen. Da haben wir dann nochmal ein großes Ablagefach drin. Ansonsten ist die aber auch nicht verschiebbar, sondern die ist wirklich einfach nur hier und ihr könnt es nicht nach vorne oder nach hinten ziehen. Ansonsten, wenn wir hier weiter gucken, im Armaturenträger sehen wir hier oben nochmal so ein kleines Fach, wo diese Aluminium-Zierleiste nochmal vor ist. Das können wir drücken, dann ist hier nochmal ein wirklich großes, tiefes Fach hinter. Das heißt, ihr habt quasi zwei Handschuhfächer, weil das andere sitzt wie gewohnt dann hier unten drunter. Das ist aber auch ordentlich Platz mit drin. Also da gibt es genügend Ablagemöglichkeiten. Ich glaube, ihr habt insgesamt sogar 20 verschiedene Ablagemöglichkeiten, wo ihr Dinge ablegen könnt. Ja, und ich würde sagen, dann gucken wir uns noch den Rest hier vorne an. Das ist das Volkswagen-Lenkrad, was wir so auch schon kennen. Das heißt, das bekommt auch der Amarok. Allerdings ist es hier mit den Tasten nochmal ein bisschen anders belegt. Einen richtigen Travel Assist, so wie wir das aus den anderen Volkswagen kennen, gibt es hier nicht. Wir haben hier zwar das ACC und die Geschwindigkeitsregelanlage mit dem Abstandsregeltempomaten. Allerdings sind das dann hier ein paar andere Tasten. Die sehen halt optisch ein bisschen anders aus. Und wir haben hier nicht mehr diese View-Taste, wo wir die verschiedenen Menüs durchswitchen können im Digital-Cockpit. Das funktioniert hier dann jeweils über die Tasten links und rechts. Wir sehen nämlich auch hier, wir haben hier jetzt einen digitalen Tacho. Das kannten wir so auch noch nicht aus dem Amarok. Serienmäßig kommt er immer in einer 8-Zoll-Variante. Wir haben hier jetzt die optionale 12-Zoll-Variante. Wie gesagt, hier im Aventura ist dann die 12-Zoll-Variante auch schon serienmäßig. In den kleineren Modellen müsstet ihr euch die dann dazu bestellen. Und ihr habt dann hier zwar nicht wie bei Volkswagen so eine View-Taste, wo ihr die verschiedenen Layouts wechseln könnt, sondern ihr habt dann hier so ein Einstellungsmenü, wo ihr euch dann zum Beispiel einen Nebentacho mit reinmachen könnt
oder eine Restreichweite. Ihr könnt euch hier Getriebetemperatur, Ladedruck, AdBlue-Tank, Audio, Navigation, Momentanverbrauch und Co. alles mit reinsteuern. Das könnt ihr dann für die linke und rechte Tube jeweils machen. Da habt ihr verschiedene Einstellungsvarianten und ansonsten wählt ihr euch genauso durch, wie wir das aus den anderen Volkswagen kennen. Einfach hier mit dem Links- und Rechtstasten könnt ihr dann quasi die verschiedenen Menüs nochmal wählen mit Navigation, Telefon, Audio, ob ihr Musik oder Radio hören wollt, den Bordcomputer, die Assistenten, den Geländestatus, Anhängerinfo, Ölzustand und halt wieder die Einstellung. Das könnt ihr euch hier jeweils so einstellen. Das funktioniert auch wirklich cool. Und was auch wirklich ein sehr, sehr cooles Feature ist, beziehungsweise eine tolle Änderung gegenüber dem alten Amarok, wenn wir jetzt den Mode-Schalter hier betätigen, dann haben wir hier gleich eine extrem coole Grafik. Wenn wir das jetzt zum Beispiel einmal umändern auf rutschig, dann sehen wir, 4x4 Getriebe wird umgeschaltet und er macht so mega coole Animationen, wo wir dann den Amarok da im Regen sehen. Das sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Wenn wir jetzt auf Schlamm gehen, sehen wir wieder, 4x4 Getriebe wird umgeschaltet, dann machen wir so eine Offroad-Anzeige hier. Das Ganze nochmal für Schnee und Sand. Jeweils immer ein exklusives Bild und eine Animation dazu, wie das Ganze dann aussieht. Wenn wir jetzt hier in den Eco-Modus schalten, sehen wir hier oben einmal 2H. Das heißt, wir fahren jetzt hier nur mit Heckantrieb. Das Ganze, wenn wir jetzt hier wieder umschalten auf Normal, dann sagt er wieder, 4x4 Getriebe wird umgestaltet. Und da oben sehen wir jetzt in dem Permanent-Allradantrieb-Modus. Das heißt, immer mit Vierradantrieb unterwegs. Das könnt ihr dann da oben jeweils noch sehen. Das ist auch wirklich sehr, sehr cool gelöst. Ansonsten haben wir hier, wie gesagt, die Geschwindigkeitsanzeige. Der Tacho geht hier bis 240. Daneben die Tankanzeige in digitaler Form und hier auf der linken Seite dann den Drehzahlmesser. Daneben noch die Öltemperaturanzeige und ihr seht hier unten dann nochmal jeweils, in welchem Gang ihr euch befindet. Jetzt gerade sind wir in Parken. Oder ob ihr dann im Rückwärts, Neutral oder manuell seid. Hier unten haben wir noch ein paar Assistenzsysteme, die dann hier unten aufleuchten. Hier ist quasi der ACC und auch der Lane Assist. Das heißt, das ist dann hier auch alles zu sehen. Ansonsten haben wir hier noch links und rechts die Wählstockhebel. Einmal rechts für die ganzen Scheibenwischeraktivitäten, links für Lichthupe und Fernlicht und auch den Blinker. Und ansonsten haben wir alle weiteren Lichtsteuerungen dann hier links neben dem Lenkrad. Da können wir dann auch das elektrische Rollcover noch einmal mit bedienen und die verschiedenen Lichtsteuerungen anwählen. Das Ganze ist dann hier mit so einem Drehrädchen, wo wir dann die verschiedenen Lichter einstellen können. Lichtautomatik, das Abblendlicht oder halt auch einfach das Standlicht oder das Licht ausschalten. Genauso können wir hier die Nebelscheinwerfer einschalten und auch die Nebelschlussleuchte. Und wir haben hier die Funktion, dass wir die Scheibenlüftung einmal auf Max stellen können. Das ist alles hier über diese kleinen Wahltasten möglich. Was wir hier auf jeden Fall nicht haben, ist Schaltwippen am Lenkrad. Das heißt, wenn ihr manuell schalten wollt, dann habt ihr hier links vom Wahlhebel nochmal die Möglichkeit, dass ihr hier auf M geht und dann habt ihr hier links und rechts so einen Plus-Minus-Schalter. Damit könnt ihr dann die verschiedenen Gänge nochmal durchschalten. Finde ich ein bisschen schade, da hätte ich mir lieber ein paar Schaltwippen gewünscht. Hätte ich jetzt persönlich besser gefunden. Finde ich sehr umständlich, glaube ich, hier drüber. Muss man mal sehen, wie sich das dann wirklich fährt. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, dieses Auto endlich mal fahren zu dürfen. Habe ich auf jeden Fall richtig Lust drauf. Also es macht wirklich Lust auf mehr, dieses Auto endlich mal fahren zu können. Weil er wirkt wirklich deutlich hochwertiger nochmal als sein Vorgänger. Wir haben hier wirklich ein extrem gutes Raumgefühl. Auch die Übersicht. Und gerade wenn wir nach vorne rausgucken, diese extrem maskuline Motorhaube mit seinen Power Domes, die da vorne so zulaufen. Das wirkt sehr, sehr bullig und massiv und man hat auch wirklich direkt Lust, loszufahren und ins Gelände zu fahren. Und auch diese ganzen Animationen, die wir hier jetzt noch haben, über die verschiedenen Modis sozusagen, das macht das Ganze auch nochmal wirklich spannender und macht wirklich Lust auf dieses Fahrzeug. Was mir gerade noch aufgefallen ist, wir sehen hier im Außenspiegel, die sind auf jeden Fall beide gleich groß und auch wirklich extrem groß. Also wir haben hier viel Glasfläche, das heißt, wir sehen sehr viel. Aber wir haben dann hier auch nochmal den Side Assist, das heißt, der wird uns auch hier im Außenspiegel nochmal angezeigt. Ja, und wie schon vorhin einmal erwähnt, haben wir natürlich auch hier diese 360-Grad-Kamera jetzt im Amarok. Das heißt, ihr könnt euch hier, wie gesagt, die verschiedenen Sachen anzeigen lassen. Ihr könnt dann hier die verschiedenen Menüs wählen und sagen, ich möchte jetzt die vordere Kamera sehen, ich möchte
den kompletten Bereich vorne vorm Fahrzeug sehen oder ich möchte jetzt den hinteren Bereich sehen. Und dann seht ihr hier, wir haben da auch nochmal Hilfslinien. Das ist wirklich ganz cool gemacht. Und wir haben dann hier sogar nochmal eine Kameraeinstellung, dass wir uns die Anhängerkupplung anzeigen lassen können. Das heißt, wenn wir mal einen Anhänger dann anhängen wollen, dann können wir uns die so einstellen und dann wirklich zielgenau an den Anhänger ranfahren, um ihn an- und abkuppeln zu können. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Hier haben wir, wie gesagt, dann nochmal diese 360-Grad-Einstellung. Können dann hier auch wählen, in welche Ecke wir genau gucken möchten vom Fahrzeug. Das ist wirklich eigentlich auch ganz cool gelöst. Dann hier über diese Lupenfunktion. Wir möchten sagen, vorne links was gucken. Okay, dann möchten wir doch lieber wieder hinten rechts was gucken. Also das ist wirklich ganz cool gelöst. Muss man dann mal sehen, wie sich das Ganze in Fahrt darstellt. Ob das vielleicht zu kompliziert ist, wenn man hier immer was drücken muss. Das ist ja bei Volkswagen und Audi sonst eigentlich so, dass man das Fahrzeug so drehen kann. Das scheint hier jetzt gerade nicht zu funktionieren. Aber da haben wir wenigstens noch was, was wir uns dann bei der nächsten Fahrt mal angucken können. Ja, ansonsten hier vorne, wir haben hier den Innenspiegel. Das ist auch komplett in Schwarz gehalten. Haben hier in der Dachkonsole nochmal ein kleines Ablagefach, wo man eine Sonnenbrille reinlegen kann. So wie hier links und rechts nochmal zwei Lampen in LED ausgeführt, die wir hier haben. Und hier den SOS-Button, der jetzt Pflicht ist bei allen Fahrzeugen. Haben hier oben nochmal das Mikrofon mit im Himmel, dass die Freisprecheinrichtung auch wirklich gut funktioniert und man gut verstanden wird. Ein ganz cooles Feature, was uns eben noch gezeigt worden ist, ist, dass wenn wir das Fahrzeug jetzt anhaben, starten ihn jetzt mal hier, gehen jetzt einmal hier in D, also in die Fahrstufe sozusagen. Und normalerweise ist es jetzt bei Volkswagen so, dass wenn ihr euch jetzt zum Beispiel den Motor ausschalten würdet und aussteigen wollt, dass er dann rummeckert, ich muss das Getriebe wieder in P machen, muss meine Parkposition haben und es muss alles sicher sein. Hier ist es allerdings so, wenn ich jetzt einfach von der Bremse gehe und schalte das Fahrzeug aus, macht das Getriebe das einfach komplett automatisch. Das ist jetzt der Vorteil hier bei dem Shift-by-Wire-Getriebe. Das heißt, da legt ihr dann automatisch die Parkposition ein und ihr könnt im Grunde quasi nichts mehr vergessen. Also klar, ihr werdet bei sonst einem Volkswagen auch daran erinnert, dass ihr das machen müsst. Hier könnt ihr einfach auf den Ausknopf drücken und aussteigen und er macht das wirklich komplett alleine. Das ist ein wirkliches Komfort-Feature, das gefällt mir. Daumen hoch. Und ich würde sagen, das war schon der Ersteindruck hier aus dem Innenraum. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu einem kleinen Fazit. Ja, kommen wir zum Fazit des neuen Amarok jetzt hier in der zweiten Generation. Wie schon erwähnt, wir haben hier ein Kooperationsprojekt, die Basis bildet der Ford Ranger. Aber er ist wirklich ein sehr eigenständiges Fahrzeug geworden. Es ist viel Volkswagen-Gen hier wieder zu finden in dem Auto. Und das gefällt mir wirklich richtig gut. Er wirkt sehr, sehr bullig und massiv. Hat einen wirklich coolen Look, gerade mit seinen LED-Lichtern vorne und hinten wirkt das sehr, sehr schön. Gefällt mir wirklich sehr gut, auch mit den Möglichkeiten, dass wir bis zu 21 Zoll hier auf das Fahrzeug packen können. Das sieht alles wirklich sehr, sehr schick aus. Ich persönlich würde mir auf jeden Fall noch ein Blackstyle-Paket wünschen, gerade für den Aventura vielleicht. Mal gucken, ob da vielleicht noch was kommt. Marktstart oder Bestellstart für dieses Fahrzeug soll wohl noch vor Weihnachten sein. Da könnt ihr dann quasi das erste Mal dieses Fahrzeug konfigurieren und euch das zusammenstellen. Preislich durfte man uns jetzt noch nichts Genaues sagen, aber wir können damit rechnen, dass er bei deutlich unter 40.000 Euro anfangen soll. Das heißt, wir reden hier von Nettopreisen und für das Basismodell natürlich. Nach oben hin gibt es da wahrscheinlich wenig Grenzen. Das heißt, wenn ihr mehr wollt, dann müsst ihr auch mehr zahlen. Aber für das Basismodell können wir wohl von einem Einstiegspreis unter 40.000 Euro rechnen, was ja schon mal ein positives Signal ist. Zur ersten Auslieferung soll es dann aber erst im Frühjahr nächsten Jahres kommen. Das heißt, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ihr könnt ihn zwar Ende dieses Jahres wahrscheinlich schon bestellen, aber ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, bis er dann zu euch kommt. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon hier zum Amarok. Der erste kleine Einblick in das Fahrzeug hier live vor uns. Wie gesagt, mir hat er persönlich sehr, sehr gut gefallen. Ich freue mich vor allem auf die Panamericana-Version, also auf die Offroad-Version, die dann auch endlich mal zu testen. Vielleicht auch gerne im Gelände, weil da gehört er auf jeden Fall hin. Aber schreibt uns doch jetzt einfach mal in die Kommentare, was haltet ihr vom Amarok? Wäre das ein Fahrzeug für euch? Ist natürlich ein Lifestyle-Auto auch irgendwie, weil wenn wir ehrlich sind, wer fährt mit dem dann wirklich schon groß ins Gelände? Das machen wahrscheinlich eher die wenigeren. Es gibt natürlich aber auch Fans des Amaroks. Es gibt ja sogar einen eigenen Amarok-Club. Vielleicht könnt ihr da ja auch mal vorbeigucken, wenn euch das interessiert. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Schreibt es uns in die Kommentare, wie er euch gefällt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das Video liked. Vielleicht auch noch unseren Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ansonsten, ciao, bis zum nächsten Mal.